So, jetzt gehen wir aber wieder runter, weil wir ja Richtung Steingrad wollen. Genau, also links lang. Okay. Ui, der Steinbock da hinten. Hey, da ist noch eine Truhe. Oh. Wo kommt man denn da hin? Auch von oben? Aber da ist ja gar kein... Also ich sehe von hier nicht mal einen Weg, der dahin führt. Ja, komisch. Oh, und jetzt kommen wir schon in Gefahrenstufe 30. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt kommen wir in spannendere Gebiete. Oder in ein spannenderes Gebiet, vor allem auch für Cyrus. Gucken, ob der das alles so überlebt mit seinen 22 oder 23 oder wo er gerade ist. Aber er bekommt natürlich dann auch mehr Erfahrung und levelt schneller hoch, was natürlich nice ist. Und hier ist der Schrein, genau. Schrein der Donnerklinge. Eine Stimme hallt in eurem Kopf wieder. Seid gegrüßt. Ich bin Brand, die Donnerklinge. Nicht Dornklinge. An euch wende ich mich und euch übermittle ich das Wissen des Himmels. Vielleicht macht es jetzt auch mehr Sinn, das dem Cyrus zu geben. Anstatt Jäger. Das ist die Kriegerklasse, okay. Nee, Moment. Kriegerklasse war die von Olberic, ne? Ja, nee, dann ist eigentlich relativ egal und dann können wir auch bei Jäger bleiben. Das wäre auch physischer Angriff, was dann halt Quatsch ist eigentlich. Was ist denn los, Shilu? Hm? Was ist denn los? Wir spielen noch ein bisschen, ne? Doch. Steingrad nach rechts. Östlicher Steingrad nach Quellborn. Okay. Da gehen wir dann irgendwann mal hin, wenn wir dann das Kapitel von Olberic weitermachen. Dann werden wir den Weg schon einmal ablaufen. Vermutlich. So. Ui, was sind das für Dachsmaulwürfe? Eisschaden, das ist gut zu wissen. Und Safe Pfeil. Oh. Alter, nein. Oh oh, sind die stark? Oh oh. Heal die sofort. Machen die viel Schaden? Machen die viel Schaden? Ja, bin fast wegen ihn auf Level 40 gestorben. Uiuiui. Was machen wir denn dann? Gucken, wie viel die auch aushalten. Ne? Kommt natürlich auch mal wieder drauf an. Wir brauchen mehr FP. Wir haben einen Angriff, der geht auf alle mal 2 mit knapp über 1000 Fruit. Uiuiui. So, einer ist zum Glück schon mal weg.
Ui, stark des Cyrus. Oh, hart. Ja. Aber wir kriegen den halt. Wir kriegen den halt jetzt wieder gebrochen, ne? Ist halt alles okay. Kriegen wir schon hin. A freeze. Coming, if thou darest. Ja, zweimal vorbei. Das ist natürlich scheiße. Und auf die starten hier. Okay, und dann bekomme ich direkt zwei von denen. Ist auch ein bisschen unlucky, ne? Auch ein bisschen... wir haben nicht genug FP. Scheiße, mein Plan hat Lücken. Nein, ich habe nicht darauf geachtet. Deswegen, mein Plan hat Lücken. verdammt. Ja. Gar nicht mal so stark. Die kommt fast. Ach, echt? Okay. Naja, dann nützt es ja nichts. Coming, if thou darest. Bring it on. Wir haben auch Stärke 7, also okay. Ja, die machen, die hauen schon ordentlich rein. Geben dafür aber auch gute Erfahrung, ne? Ja gut, vor allem für Cyrus halt. Na schön. Gehen wir da irgendwie nochmal links weiter? Oh, wir hätten uns mal heilen sollen, right? Egal. Ach, wir haben, hätten uns auf jeden Fall heilen sollen, so eine Scheiße hier. Ach Scheiße, ich wollte mit dem Großschild angreifen, egal. Wir sind ja eh gleich in der Stadt. Schade. Hätte ja klappen können. Ne, war sogar umsonst zurückzulaufen. Keine Ahnung, wie man hinkommt. Wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Steingrad. Ja, stimmt. Hier hätte ich irgendwas zu erledigen. Genau. Ihr reist nach Steingrad, wo euer Meister Zanta sich aufhielt, als er seinen ersten einzigen Brief verfasste. Und so beginnt eure Suche. Gerlinde! Was bisher geschah. Hanit machte sich auf die Suche nach Zanta, ihrem Meister. Er verschwand auf der Jagd nach dem finsteren Feind Rotauge und die Jägerin sieht es als ihre Pflicht an, ihn zurückzubringen. Ich will aber einmal ganz kurz Bibi machen. Bis gleich.
So. Der Schreckenswolf Hägen, Xanthas treuer Begleiter, kehrte ins Dorf zurück, aber er war allein. Es war klar, dass ihren Meister ein schlimmes Schicksal ereilt hatte. In seinem letzten Brief vor seinem Verschwinden erwähnte Xanta einen Besuch in Steingrad. Und so folgte Hanit ihm in die Stadt, aber was konnte sie dort ausrichten? Schauen wir mal. Steingrad, das ist der Ort, den der Meister in seinem Brief als Ziel genannt hat. Und, Hägen, wo ist er nun? Wuff, wuff. Grrr. Irgendetwas an diesem Ort verwirrt und beängstigt euch. Egal. Ja, egal. Genau. So in meinem Haus hier so. Irgendwas macht ihm Angst. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie fühlt er sich nicht wohl. Egal. Du hast uns gut hierher gebracht. Ja, jetzt bin ich dran, die Führung der Jagd zu übernehmen. Allerdings ist diese Stadt sehr groß. Ganz anders als unser Heimatort im Wald. Gerlinde, Brom! Ruhig, ruhig, Kleine. Kein Grund zur Furcht. Wir werden die Leute fragen. Irgendjemand muss doch wissen, wo der Meister ist. Aber wo soll ich anfangen? Ja, einfach irgendwo. Man muss immer irgendwo anfangen. In der Bierstube natürlich. Wenn der Meister irgendwo in der Stadt bekannt ist, dann dort. Ja, war ja klar. Okay, wir gucken uns aber natürlich erstmal um. Wir schauen uns erstmal in Ruhe hier um. Windseelstein, Hartnuss. Physische Verteidigung bedeutend. Okay. Den packen wir aber auf. Auf Alfin. Alfin ist unser Tank. Obwohl, lass uns einmal kurz gucken, wer denn so richtig reinscheißt in physische Verteidigung. 258, 318, 333, 342, tatsächlich Hanit. Ja, okay, dann gehen wir es noch einmal Hanit. Alfin hat eh schon genug Leben und alles mögliche und gute Verteidigung. Das geben wir einmal auf Hanit. Was hat sie jetzt? 269, oh ja. 25. Preisnachlass im Gasthaus. Hätten wir erstmal mit der gesprochen, aber gut, das sind halt Peanuts, ne? Eine Frau, die im Gasthaus von Steingrad arbeitet. Obwohl sie diesen Beruf in der Hoffnung ergriffen hat, eines Tages dem Mann ihrer Träume zu begegnen, war das Glück ihr bisher nicht hold. Mittlerweile fragt sie sich, ob ihre Chancen in einem Wirtshaus nicht besser gewesen wären. Stimulierendes Armband, schützender Ring. Ja, ne? Ja. So. Das geben wir mal Cyrus. 52. Ein schlanker Mann mit scharfen Zügen. Er ist vertraut mit der Welt des Übernatürlichen. Wie der Welt der Toten, den Friedhöfen aus Märchen und den Orten, an denen fantastische Kreaturen hausen. Sein Glaube ist tief, woran er glaubt, ist allerdings unklar. Okay, da müssen wir storybedingt rein, das heißt, das machen wir noch nicht. Wir schauen uns erstmal ein bisschen weiter um. Huch! Was war denn hier? Heiltraube, Heiltraube und Heiltrauben. Immer gerne her damit. Vielen, vielen Dank auch. Ein Buchbinder angestellt bei der besten Buchbinderei der Stadt. Sein Mangel an sozialen Fähigkeiten führte ihn zu diesem Beruf. Er beschränkt seine Kontakte auf Händler und die Käufer von Büchern. Heiltrauben. Mhm. 26. Seit ihm sein gesamtes Vermögen von einer Frau gestohlen wurde, leidet er unter Verfolgungswahn. Das geht so weit, dass er all sein Geld und seine Besitztümer überall versteckt. Dummerweise kann er sich nicht immer erinnern, wo. Lul, da braucht er einen Erinner mich.
Hallo, wer bist du? Schild. Okay, aber ausweichen minus 25 weiß ich jetzt nicht. Aber nehmen wir auf jeden Fall. 70. Ein Söldner, der sich bei einem Treppensturz das Knie verletzte, als er in Ausübung seiner Pflicht die Stadt besuchte. Er ließ sich hier nieder, nachdem er sich in die Frau verliebt hatte, die ihn gesund pflegte. Liebe des Lebens zweimal, Olivenblüte, her damit, vielen Dank. Eine Frau, die schon seit vielen Jahren in dieser Stadt lebt, sogar als das Land vom Krieg verheert wurde, weigerte sie sich zu gehen. Die Kriegsschäden an der Stadt erinnerten sie an vergangene Zeiten und vor allem an ihren verstorbenen Mann. Sehr interessant. Oh, du schon wieder? Bin ich die gleiche von vorhin? Boah, 3 M-Steine, geilo. Eine Frau, die in Steingrad studiert. Nachdem sie ihre Schulden als Tänzerin in einer Wüstenstadt abbezahlt hatte, widmet sie sich jetzt ihrer Bildung. Dank der Unterstützung einer reichen Familie, die ihren Elan bewundert, kann sie ihre Studien fortsetzen. Blauer Falschen. Okay, hier geht's wieder raus. Hier ging's auch raus. Das heißt, wir schauen uns hier nochmal um. Aber hier kamen wir her, ne? Ja, ja, okay, das heißt... Oh nein. Das heißt, wir haben es schon, oder was? Ne, Moment. Wir schauen einmal, wo es denn dahin geht. Ah, das verborgene Objekt. Mit Silber gefüllter Beutel. Wir haben nämlich auch noch keine Läden gefunden. Das muss hier irgendwo noch weitergehen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ja, genau. Meisterschützenlangbogen, Oro. Da müssen wir jetzt aber einmal schauen. Oha, aber die Genauigkeit geht... viel runter für nur wenig Verbesserung. Ne, 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 okay. Aber könnte halt was für Cyrus sein. Ja, ne, doch nicht. Auch nicht wirklich. Na gut. »23. Ein Mann, der Jagdmaterialien herstellt. Obwohl er noch viel lernen muss, um sein Handwerk zu beherrschen, wird er dank der Unterstützung seines Freundes Nathan immer besser.« Was macht das? Genauigkeit plus 50. Okay. Boah, sogar 2 L-Steine. Geil. Ein Händler, der Buchbindereien mit Materialien versorgt. Anfangs belieferte er nur seinen Freund, der in dieser Stadt als Buchbinder arbeitet, mit den besten Materialien. Er hofft, dass die Welt seine Bücher eines Tages zu schätzen weiß. Bestimmt eines Tages. Ein junger Mann, der sich intensiv mit allen Facetten der Geschichte befasst. Nichts liebt er mehr, als alte Reiseberichte zu lesen und die vielen Geheimnisse der Geschichte zu lüften. Okay. Ich erforsche die Ventus-Dynastie, die 3 Jahrhunderte vor unserer Zeit existierte. Ventus III. Ist mein Lieblingskönig. Er war für seine Zeichnungen und Gemälde bekannt. Seltsamerweise hat Ventus von einem Tag auf den anderen aufgehört und nie wieder einen Pinsel in die Hand genommen, als hätte er seine Muse verloren. Ein merkwürdiges Rätsel, würde ich sagen, und ich habe vor, es zu lösen. Okay. Kriegsaxt und Bronze, naja. Aber nehmen wir mit, wenn es 100% ist und kostenlos, was bei Stehlen ja meistens der Fall ist, nehmen wir es mit. Der Untergang des Hauses Landa, okay. Der ehemalige Diener eines Adelshauses erließ seinen Herrn in der größten Not im Stich. Ihm wurde klar, dass es weniger schmerzlich gewesen wäre, in Ehre zu sterben, als ihn zu verraten und weiterzuleben. Die Schuldgefühle, die immer noch auf seiner Seele lasten, sind kaum zu ertragen. Süßigkeiten. Ein argloser Junge, der Taktlosigkeit mit Ehrlichkeit verwechselt und jeden Gedanken ausspricht, der ihm durch den Kopf geht.
Seine sorglose Grausamkeit hat schon viele zum Weinen gebracht, sogar Erwachsene. Und sein Ruf ist dementsprechend schlecht, lol, mit 9 Jahren oder was. Gute Leistung, ey. Ein Jäger, der hier in der Gegend seinem Beruf nachgeht. Man lehrte ihn, kein Stück seiner Beute zu vergeuden. So verwertet er jeden einzelnen Teil und gibt alles, was er nicht selbst braucht, den Bedürftigen. Ja, so wie uns zum Beispiel sein Amulett und seinen Bogen, was sehr nett ist und ich sehr zu schätzen weiß. Wird Genauigkeit bedeuten. Das schauen wir uns das auch mal an. Genauigkeit 214, 187, 163, 133. Aber ich will halt Cyrus nicht vollpumpen. Ich will halt immer nur die vollpumpen, die hier... Ja, dann gehen wir das Alfin, die Genauigkeit. So, bitteschön. Hat jeder mal was davon. Provozieren wie ein Profi. Als Gärtner bei einer adligen Familie angestellt, versucht dieser Mann... so wenig wie möglich zu arbeiten. Eigentlich ist er für die Grünflächen der gesamten Stadt zuständig, aber er kümmert sich nur um die sichtbaren Bereiche. Die Gärten der leerstehenden Häuser ähneln deshalb einem Dschungel. Wo geht's jetzt hier lang? Ah, Geisterwaldpfad, okay. Müssen wir aber noch nicht hin. Aber bestimmt storytechnisch später noch lang. Heiltraube, immer her damit. Okay, leer, steht leer. Haben wir bei dir hier unten schon? Nee. Donnerseelenstein, stärkende Nuss, physischen Angriff, dann ab auf Hanit. Damit pumpen wir Hanit voll. Obwohl wir sowas auch mal auf Serien hätten geben können, ne? Aber egal. Beim nächsten Mal. Eine Frau, die in einem Wirtshaus arbeitet, obwohl sie diesen Beruf in der Hoffnung ergriff, den Mann ihrer Träume zu... Das hatten wir irgendwie gerade schon, den Text. Ist sie vielleicht die Zwillingsschwester von gerade? I don't know. Hallo, wer bist du? Okay. Boah, das Gewand, ey. Elementares Gewand. Moment mal. Ja. Ja, leicht mit dem Tempo runter. Nee, bis jetzt ist Hanit am besten damit. Boah, wie viel ist aber dazu? Gibt einen elementaren Angriff und Verteidigung, ey. Aber Alfen greift auch eher physisch an. Tja. Ich glaube, ich gebe das auf Hanit, oder? Ja, komm, machen wir erstmal. Dann schauen wir mal weiter. Ein junger Mann, der wegen seiner Liebe zu Büchern zum Buchbinder wohnte, den Leibesübungen abgeneigt, lernte er die Welt durch Bücher kennen. Als erwachsener Mann müht er sich nun, die Bücher herzustellen, die ihn inspirieren. Dieses Buch stammt aus einem Land jenseits des Meeres. Offenbar beschreibt es Leben und Gewohnheiten der Menschen dort. Leider ist mir die Schrift nicht geläufig. Ob sie wohl überhaupt jemand kennt? Ja. Soldatenlangbogen. Nope, 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 nope. Aber vielleicht für Cyrus. Ich glaube zwar nicht, aber... Nee. Nee, das lassen wir mal. Schwerer Münzbeutel, ja, nice. 22. Ein Mann, der die Eisenware seiner Schwester an Waffenhändler und ihresgleichen verkauft. Obwohl es scheint, als sei er seiner Schwester treu ergeben, unterschlägt er einen Teil des Profits, um seine Spiel- und Trunksucht zu finanzieren. Das klingt ja nicht so nice, doch.
Leerer Münzbeutel, auch gut. Da kommen wir noch nicht rein. Jetzt habe ich nur noch einmal... will ich wissen. Achso, das war ja der Wald, genau. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Hier müsste es dann ja auch die Läden geben, oder? Genau. Größter Staub. Reinigender Samen. Schade. Zu niedrige Wahrscheinlichkeit. Ein erwachsener Mann und der Apotheker der Stadt, er achtet sehr auf seine Gesundheit. Er wirkt deswegen jünger, als er ist. Aber natürlich. Schattenbogen. Noch einmal Schattenbogen. Oh, das können wir vielleicht auf Cyrus geben. Den können wir vielleicht auf Cyrus geben. Aber Elementangriff geht viel runter. Nee, das ist doof. Nee, das ist doof. Ein Tischler, der in ganz Steingrad Reparaturen durchführt. Die Stadt, die sich ihrer stolzen Geschichte rühmt, hat es schon besser. Also Moment mal, ich habe eine Sache vergessen. Ich wollte einmal kurz schauen, wie stark der ist zum Provozieren. Ich will halt, keine Ahnung, also nicht so sinnloserweise Items ausgeben müssen, nur weil ich da so ein, weiß nicht, ein Provozierkampf dann gewinne und irgendwie, keine Ahnung, doch nichts Tolles dabei rumkommt, I don't know. Die Steine werden wir noch safe sehr, sehr gut bei Bosskämpfen gebrauchen können. Und wir werden gerade voll geschüttet mit Steinen. Ich bin schon den ganzen Tag heute. Voll gut, ey. Sehr schön. Achso, nee, nicht verkaufen, sondern kaufen. Ja, haben wir erstmal noch von allem genug. Die Stadt hat auch noch was Gutes. Okay. Falkengewand. Falkengewand. Mehrere. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Falkengewand. Nee, das ist zu wenig. Nee. Vielleicht kommt das erste. Ja. Ja, mal gucken, ob wir das noch kriegen, weil so lange mache ich heute nicht mehr. Boah, ich glaube, das würde ich dem Alfen geben, ey. Bisschen physische Verteidigung runter, aber elementarische Verteidigung sehr viel höher. Und ausweichend sehr viel höher. Ja, ich glaube, das mache ich erstmal so. Ja. Ja, wir machen jetzt gleich aus. Dieser Mann stellt in Steingrad, einer Stadt mit alter Buchbinder-Tradition, Papier her. Er achtet penibel darauf, dass jede Seite die gleiche Dicke und Qualität hat. Sein Ruf ist daher hervorragend. Händler kommen von nah und fern, um seine Produkte zu kaufen. So. Haben wir hier mal noch Sachen, die alles nur verstärkt? Vermutlich nicht, ne? Nee. Boah, verbotene Klinge, ey. Boah. Die sind einfach krass. Ein Verbauungsobjekt. Ein Mann, der die Schmieden mit hochwertigem Eisen aus der Region Steingrad versorgt, um seiner Freundin zu helfen. Kauft er ihrem jüngeren Bruder ein großes Schwert zu einem völlig überhöhten Preis ab. Bastardschwert. Ey, das Bastardschwert. Okay. Na gut, so. Schauen wir uns einmal hier kurz um. Verbotene Sachen sind nice, aber haben die schlimmsten Effekte. Ja.
Der Kleriker dieser Stadt liebt Bücher und hat eines verfasst, indem er in einfachen Worten das Wesen der heiligen Flamme beschreibt. Abschriften davon verteilt er an Kinder, hat man allein am Schwert gesehen. Ja, stimmt. Jetzt stimmt. So. Eiltraube, anregende Pflaume. Und wenn wir den nächsten Speicherpunkt haben, dann mache ich nämlich aus für heute. Ein äußerst sozialer Zeitgenosse, zumindest auf den ersten Blick. Sein Metier sind mit Informationen. Niemand weiß mehr über die neuesten Gerüchte als er, obwohl keiner weiß, welches Gewerbe er eigentlich treibt. Naja, denn... Ehrliche Kümmerer, zu wenig. Und gibt es noch etwas Gutes? Ja, machen wir dann beim nächsten Mal oder so. Ein auffallend attraktiver Sohn einer Familie von Bildhauern. Sein elegantes Auftreten macht ihn beliebt bei den Damen. Jede seiner Skulpturen ist von erlesener Schönheit, was ihm Scharen begeisterter Kunden beschert hat. Okay. Anregende Pflaumen. Haben wir denn hier noch einen... Wir haben ja gar keinen Speicherpunkt mehr. Achso, dann... Ja gut, dann machen wir das jetzt hier noch und dann gehen wir hoch und speichern und dann machen wir aus. Aber die, dann... Die Passage machen wir dann jetzt nochmal. Geil, schon wieder so viele Steine. Immer her damit. Der Freund und Beschützer eines unredlichen Mannes. Nicht mehr und nicht weniger. Steinhackbeil. Ui. Das sieht auch gut aus von den Werten. Ah, trotzdem schlechter. Trotzdem schlechter, okay. Nee, das ist mir zu viel elementarischer Angriff weg. Schade, schade. Dieser junge Mann sieht zum Anführer der Raufbolde auf wie zu einem großen Bruder. Er würde ihm überall hin folgen. Er schwor ihm Treue, nachdem dieser ihn am Straßenrand aufgelesen hatte. Er ist kein großer Kämpfer, aber ziemlich stolz auf seine Fähigkeiten als Schneider und Koch. Ja, 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 ich spreche den gleich schon an. Ein lauter Frechling. Er und seine Kumpanen sorgen immer wieder für Ärger in der Stadt. Seine Schwester und einzige verbliebene Blutsverwandte hielt ihn früher im Zaum. Seit sie nicht mehr da ist, tut er nur noch, was er will. Ja, manchmal ist das so. Ups. Mächtig. Oh, aber nur 15%, ey. Boah, elementarer. Alter. Das wäre was, ey. Aber schade, dass sie... So gering ist die Wahrscheinlichkeit. Dieser ältere Herr war einst ein fahrender Händler. Nun verkauft er die Waren, die er gesammelt hat, um über die Runden zu kommen. Da er die meiste Zeit seines Lebens auf Reisen verbrachte, hat er keine Familie und sucht in Ruhe nach einem Erben für seinen Laden. 8k oder so. Ja, aber ich kann die ja nur klauen. Oder was meinst du? Achso, oder nee, ich muss den... Nee, stimmt, ich muss irgendjemanden mitnehmen, ne? Die Wüstlinge ständig lungern sie vor meinem Laden herum und zetteln sinnlose Schlägereien an. Sie mischen sich in meine Geschäfte ein und bedrohen mich sogar. Ich bin sehr stolz auf meine Waren, aber selbst einkaufen würde ich hier nicht. Wenn ich mich mit sowas herumschlagen müsste, können die sich nicht einen anderen suchen, den sie belästigen können. Echt cool ist im Schilde. Ah, Moment, da war noch ein Item. Wir müssen, glaube ich, einen anderen Charakter dabei haben, um die Sachen abkaufen zu können, ne? Nur das Problem ist, wenn wir jetzt in das Gasthaus gehen, um die Charakter zu wechseln, geht direkt die... wo ist denn das Item hier? Ach, da drin. Ja, Tressa. Ja, aber dann, wenn wir jetzt in das Gasthaus gehen, dann geht halt direkt die Quest weiter. Das will ich jetzt eigentlich nicht mehr machen. Boah, der ist viel zu stark. Nee. Leider nein. So, wir speichern jetzt und machen das dann beim nächsten Mal die Story weiter. Ja, das ist jetzt doof an der Stelle. Wenn, dann müssten wir das nachher machen. Müssen wir dann dran denken. Nicht, dass ich das vergesse, aber... Müssen wir dann dran denken, dass wir das nach der Story einmal machen.
am besten. Wenn ich denn dran denke. Ich glaube, mal gucken. So. Oh. Dann machen wir das beim nächsten Mal direkt mit der Story von Hanid weiter, Kapitel 2. Also nächste Woche halt. Ja, wahrscheinlich nächsten Dienstag wieder, genau. Wenn ich nicht mal eher dazu kommen sollte zu streamen, mal am Wochenende oder so. Aber im Moment mache ich am Wochenende, weil auch schönes Wetter jetzt immer in letzter Zeit war. Mache ich halt immer so viel Fahrradfahren und so am Wochenende, dann streame ich halt nicht, ne? Aber wenn halt auch der Winter kommt, wenn auch der Winter wieder kommt, wo Wetter schlechter wird,